Wenn du es dir leisten kannst, dann kannst du auch sagen, was du willst. Ja, das hat ja mein Freund Dr. Zietelmann, der hat damals von dem Peter Gauweiler von der CSU den Tipp bekommen. Ja, wenn du ein Querkopf bist, wenn du in irgendeiner Art und Weise auch anstößt mit dem, was du machst, dann musst du dir das leisten können. Ja? Leider ist das so in der heutigen Zeit. Und viele Leute schreiben mir dann, ja, ich sehe das genau wie du. Und das sind jetzt nicht einfach nur Leute, die irgendwie aus irgendwie Ost-Berlin kommen oder so und jetzt kein hohes Einkommen haben. Das ist jetzt gar nicht irgendwie also respektlos oder so gemeint, sondern das sind dann auch teilweise Leute, die sehr viel Geld verdienen, die irgendwie eine hohe Position haben. Und gerade die sind teilweise die, die am gefrustesten sind von allen. Weil die dann auf einmal sagen so, ey, ich kann nicht in meiner E-Mail-Headline irgendwie meine Pronomen-Thema ausklammern und einfach sagen, ich halte nichts von diesem ganzen Quatsch, lasst mich damit in Ruhe, weil dann ist mein Job auf einmal in Gefahr.